Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play MapleStory. Ja, ich bin endlich Level 30 und es hat sich sehr viel geändert. Mein Aussehen hat sich geändert, ich habe eine Gilde. Ich wurde angeschrieben, beziehungsweise habe eine Einladung bekommen. Moment. So, das muss ich auch mal ganz kurz ändern hier. Hey, ja, ich kann ja mal ganz kurz hier die Sachen zeigen. Ja, ich habe einige neue Sachen. Ich habe mir das hier gekauft und das hier. Die beiden Rüstungsteile, die habe ich jetzt gekauft. Die waren ein bisschen besser. Schuhe sind immer noch die gleichen. Ich habe den Hexengürtel angezogen und ihn um eins verbessert. Das habe ich geschenkt bekommen. Und ja, genau, bevor ich es vergesse, an alle, die mir bisher geholfen haben und noch helfen werden. Vielen Dank, also an, ja, ich weiß gar nicht, wie sie alle ausgesprochen werden. Aran, Hogi, weiß ich nicht, Maridas, Brezel, XXX, Killer XX und ja, vielen Dank an die. Ohne die wäre das jetzt hier gar nicht so schnell möglich gewesen. Und Video schon reingestellt. Nee, mach ich gerade. Ja. Das Schwert habe ich jetzt anders, das ist stärker, einhändig und schnell. Dazu habe ich jetzt noch ein Schild. Ohrringe habe ich noch irgendwoher bekommen, weiß ich nicht. Kann ich auch ab Level 30. So. Ach, Mann. So, was habe ich denn hier noch alles? Ja, ich habe ganz viel Geld, alles geschenkt bekommen. Ist auch wieder wahnsinnig nett von euch. Ja, ganz viele Waffen, Schilde. Was Neues und was machst du heute so? Maple oder Allgemein. So, ja. Was gibt's sonst noch? Keine Ahnung. So, ja, wie gesagt, wir sind Level 30 und das bedeutet, wir können eine Berufssteigerung machen, beziehungsweise, ja, wir können einen Rang aufsteigen. Soll heißen, wir sind da kein Seelenmeister mehr, sondern irgendwas anderes. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Naja, Maple jetzt aufnehmen und gucken, wie lang es geht, ohne leveln zu müssen. Und ansonsten mal schauen. So, ja, genau, das können wir hier auch mal kurz annehmen. Der Test. Wer ist er denn? Ich brauche Hilfe, bla bla bla. 5 mutierte Sporen, aha. Und das hier. Das Ende des Ritter in Ausbildung. Wow, ein Level ist gewaltig gestiegen. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. So, dazu müssen wir einmal hier rechts hingehen. Ist schon sehr geil, dass ich jetzt endlich Level 30 bin. Wie gesagt, dann sind wir kein Seelenmeister mehr, sondern eben was anderes. Seelen, irgendwas. Und dann bekommen wir auch neue Fertigkeiten und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass wir auch mehr Fertigkeitspunkte nach einem Level abbekommen oder hier diese Leistungspunkte. Aber das weiß ich nicht. Ich würde auch ein Video machen über CPQ machen. Muss ich mal gucken. Ritterstandtest, Seelenmeister. Möchtest du einen Ritterstandtest versuchen? Ja, okay. Halle 2. Okay, wir sollen in Halle 2 gehen auf RF und da 30 Exemplare töten. Okay, ich würde auch ein Video machen über CPQ machen. Ein Video über CPQ machen. Und denn ohne zu leveln geht echt nicht viel drum. Ja, okay, ich gehe mal ganz kurz hier hin. Auftrag am schläfrigen Wald, das habe ich nämlich auch fertig. Finde den Puppenspieler. So, okay. Ja, passt schon. So, jetzt schreibe ich mal ganz kurz. Wie meinst du das? So. Gut, gut. Was gibt's sonst noch zu sagen? Ich weiß es nicht.
Naja, auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal ein bisschen was töten. Welche Dinger wir genau jetzt töten müssen, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist auch egal. Na, aufgestiegen sind wir noch nicht. Wir müssen erstmal 30 Viecher töten. Egal. So. Gut. Okay, ich habe hier noch ein paar Sachen zu verkaufen. Die mache ich aber dann, wenn ich zurückkomme. Denn ich komme jetzt noch an ein paar Leuten vorbei. An ein paar, wie heißt das hier? Gegnern. So, mache ich das mal so, damit ich auch die Karte sehe. La, la, la. Ja, was kann ich noch erzählen? Ich weiß es nicht. Ich würde das einfach machen als Partyfest. So, gehen wir weg hier. Ja, okay. Ja, ich weiß nicht genau, was er meint. Wenn du Leute brauchst, frag welche aus der Bodylist. Okay. Da steht irgendjemand anderes, der gerade angefangen hat. Und ja, das EP-Event ist wieder. Das ist auch geil. Warm, haut ab. Die können dann. Okay, mach ich dann später mal. So. Gut. Ich weiß nicht, was ich erzählen kann, das ist blöd. Genau, ja. Zu Weihnachten bekomme ich jetzt einen neuen PC. Ich habe auch schon einige Daten davon. Okay, ja. Die werden sich aber schätze ich mal noch ändern ein bisschen. So, ich muss nach Halle 2. Kann ich dann hier nach oben? Ja, dachte ich mir. Gut, na, ich würde sagen, dann packen wir uns das nochmal neu drauf. So, Wächter der Ausbildungshalle. Ja. Wie? Oh, fuck, jetzt habe ich echt was Falsches gedrückt. Ich habe einfach Ja gedrückt. Was für ein Beweis möchtest du hier raus? Nein, wir möchten natürlich nicht raus. Bin ich dumm. Ich schätze mal, ziehen wir was. Ja. Okay, was müssen wir denn machen? Müssen wir die töten? Das wäre nämlich ein bisschen. Achso, Test-Tigurus sind das. Und davon musste ich 30 Dinger sammeln. Ja, okay, das wird ja wohl möglich sein. Das wird gehen. Na komm. So, na komm. So, geh weg. Ja, ich habe auch schon wieder ein. Ah, verdammt. 61% zum nächsten Level habe ich schon wieder. Geht also ratzfatz hier. Das ist auch gut so. Besonders jetzt mit der LP-Quest. Werde ich vielleicht auch mal wieder ein bisschen öfter leveln oder länger leveln. Weiß ich nicht. Okay, na komm. Ich brauche noch 20 Stück. Wird ja wohl noch gehen. Die lassen ja zum Glück alle was fallen. Alle was droppen. Und nicht nur einige. So, na komm, hau ab. So. Gut. Eigentlich nur eine Frage der Zeit. Also, mit Level 30 sollten wir das auf jeden Fall locker hier hinbekommen. Ich weiß nicht, wieso die jetzt noch diesen Test hier machen. Aber ist auch egal. Bekommen wir für die EP? Nein, ne? Ich glaube nicht. Nein, für die bekommen wir leider keine EP. Sehr bedauernswert. War sehr bedauerlich, keine Ahnung. So, du auch noch. Ey, geh schon sterben.
So, du auch noch. Na komm. Ja, ich könnte gleich nochmal ganz kurz den Titel zeigen. Achso, ja genau. Wir sind ja jetzt Level 30 und dann können wir auch nach Orbis. Und dann können wir da auch mal gucken, was da so abgeht. Warte mal. Titel. Titelsö. Ja genau. Ich habe schon 19 von 20 Dinger hier gefunden oder besucht. Das heißt also, die hätte ich schon fast. Die Anfänger-Entdecker-Urkunde. Da habe ich 4 Orte von 5. Einer ist noch in Orbis, das weiß ich schon. Und ja. Wollte ich nur mal sagen. So. Gut. Und du gehst weg. Ah, na komm. Hau ab. Lass mich vorbei. So. Und die auch noch. So, dann mal gucken, dass wir jetzt noch 2 Dinger bekommen. Wird ja wohl noch irgendwie hindern. Brauche ich jetzt auch gar keine Fertigkeiten mehr einsetzen. Okay, das wird ja jetzt eigentlich nichts bringen, wenn ich die jetzt auch noch besiege. Ich kriege ja keine EP für die. So, wir haben es geschafft. Und das bedeutet, wir wollen hier raus. Und wir benutzen einmal nicht das, sondern das hier. Rückkehrschriftrolle in die nächste Stadt. Und zufällig ist das die nächste Stadt. So, da wollen wir doch mal gucken. Gucken, was wir jetzt werden, falls es jetzt schon fertig ist. Alle bla bla. Möchtest du jetzt einer werden? Natürlich. Oh. Du bist ein offizieller Ritter. Ich habe dir ein paar FP gegeben. Außerdem habe ich dir noch neue Fertigkeiten eines Seelenmeisters gegeben. Ich hoffe, du arbeitest an dir und kümmerst. Ja. Oh, jetzt habe ich zurück. Verdammt. Da du ein offizieller Ritter von Cygnus bist, verhalte dich auch wie einer, damit der Name der Kaiserin nicht diskreditiert wird. Jo, natürlich. Gefährdete Pilzenkönig Imperium. Ja, irgendwie so. Okay, wir sind scheinbar immer noch Seelenmeister. Aber das ist egal. Empfehlungsschreiben, Ausbilder. Na, komm. Mach schon. Na, komm. So. Oh, verdammt, was habe ich gemacht? Eine Sequenz. Oh mein Gott, okay. Wo sind wir? Weltkarte geht nicht. Aber egal, wir haben neue Fertigkeiten. Ja. Gut, hier haben wir irgendwie auch noch einen Punkt. Einen Fertigkeitspunkt. Und da haben wir auch einen. So, einen Moment. Was verbessere ich denn hier? Ich gucke erstmal, was es hier Neues gibt. So. Schwertmeisterung. Erhöht die Schwertmeisterung und die Genauigkeit. Funktioniert nur, wenn man ein Einhand- oder ein Zweihandschwert-Dingens ausgerüstet hat. Ja. Der Maridas. Tut mir leid, wenn ich jetzt falsch ausgesprochen habe. Der hat mir das auch empfohlen, dass ich das auf jeden Fall maximieren sollte. Mach ich dann auch. Schwertsteigerung nutzt HP und MP für eine kurze Zeit, um Angriffsgeschwindigkeit des Schwertes zu erhöhen. Funktioniert nur, wenn bla bla bla. Erhöht die Schwertangriffsgeschwindigkeit für 10 Sekunden. Okay, das wird, schätze ich mal, später noch richtig gut, aber naja, ich weiß nicht, wie schnell das später wird. Mit einer bestimmten Erfolgsrate. Oh, können die das nicht einfach mal lassen? Erfolgt ein weiterer Angriff und bla bla bla, funktioniert nur, wenn man. Achso. Das ist auch. Warte mal. Steht das hier nicht irgendwo? Ne, das steht nicht, da muss ich dann nochmal gucken. Im Internet. Aber ich mache erstens mal kurz einen Cut. Ich sage euch gleich, wie es weitergeht. Bis dann.